Oh, hier ist ja Platz. Wie konnte das denn passieren? Hey, da kann ich ja Apa einkaufen gehen. Hallo, bin ich da bei Kamm Industries? Ja, ich hätte ganz gerne eine Ape, bitte, und sie soll sehr rostig sein und ich hätte sie gerne gleich. Ah, ha. Kamm Industries Lieferservice hier. Würden Sie wohl einmal bitte das hier unterschreiben? Das hier, meine Damen und Herren, ist eine Ape 400R aus dem Jahr 1976 mit 175 Kubik und das R steht für Rinnovata, wobei das in dem Fall so viel bedeutet, wie dass sie auf dem Typenschild ein R angemacht haben. Das war das Renovierte an dieser tollen Ape. Ja, wir wissen eigentlich auch nicht, warum wir das gekauft haben, außer weil es orange war. Es hört auf den Namen Linus und wie üblich bei einer rostigen, gammeligen alten Ape vom Feld müssen wir einiges tun, denn bis vor einigen Wochen stand dieses Exemplar hier auf einem Feld in Italien von einer Gärtnerei und jetzt sind wir dran und müssen das Ding wieder TÜV fertig machen. Beziehungsweise erstmal ans Laufen bringen. Es ist 10 Uhr in der Früh, eine Apeschrauber-untypische Zeit. Wir erstellen jetzt erstmal eine To-Do-List. Was müssen wir machen? Das erste sind mal, was mir zuerst auffällt, Blinker. Tank müssen wir uns drum kümmern. Elektrik, das heißt Batterie, Warnblinker. Fernlichtkontrolle. Kaskade und Schnabel. Blech. Tacho. Und als letzter Punkt. Ja, dann fangen wir mal an, ne? Beginnen tun wir natürlich mit dem, was offensichtlich am allerwichtigsten für die Fahrtüchtigkeit dieses Fahrzeugs ist. Den Plastikteil. Der Grund, warum die Kaskade unten gerissen war, ist, dass dieser Scheinwerfer bzw. der Halter völlig verzogen ist, weil dieser Ape offensichtlich vorher mal einen kleinen Detscher hatte. So, und wir müssen jetzt erstmal diesen Halter hier richten und dazu muss man den Scheinwerfer aushängen. Hier an der Rückseite des Scheinwerfers findet sich hier in dieser Ecke eine Feder, die ist hier, und die ist hinten gesichert mit so einem Clip. Wenn man den jetzt dreht, sollte man den Scheinwerfer rausnehmen können. Ist nämlich sogar ein Schlitz drin. Ah ja, so geht's. Patent ist gut. Das ist unser Scheinwerfer und das ist der beschädigte Rahmen. Und jetzt können wir einfach erstmal gucken, ob wir den wieder hochziehen können. Ja, wir haben das jetzt einmal gerichtet und einmal die Kontakte etwas gereinigt. Und jetzt kann der Scheinwerfer mal wieder dran. Erstmal das da hinten rein. Jetzt muss der da oben eingehakt werden. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, wir haben uns jetzt ungefähr 3 Stunden damit aufgehalten, den Kotflügel zu reparieren und die Kaskade hinzubasteln. Und nun ist es soweit, dass wir die Front wieder vollenden können. Und diesmal ist der Kotflügel nicht nur notdürftig mit 1,5 Schrauben fest, sondern bombensicher. Tada! Jetzt nur noch festschrauben. Nerviger Fakt am Rande. Eigentlich muss einer vorne gegenhalten, wenn man die Schrauben innen anzieht, sonst drehen die sich nämlich mit. Eines der Probleme, die wir bei dieser Ape haben, ist, dass sie nicht richtig Sprit bekommen kann, wenn wir nämlich mal einen Blick in den Tank reinwerfen. Also, wie man da unten sieht, ist in diesem Tank ganz schön viel Siff drin. Und der verstopft immer den Benzinhahn, so kann die Ape natürlich nicht laufen. Also müssen wir diesen Tank da rausbauen. Zumal, kleiner Fakt am Rande für alle Ape-Modellspezialisten, das hier ist nicht der Tank, der in die Ape reingehört. Denn man sieht, hier an der Seite ist eine Schweißnaht. Und diese Schweißnaht ist nur bei Tanks der ganz frühen AC-Baureihe. Das heißt, dieser Tank gehört überhaupt nicht rein. Der ist nämlich älter als die Ape selber.
und sieht auch von innen älter aus. Deshalb fliegt er jetzt raus und wird ersetzt durch den Tank, der hier eigentlich reingehört. Voilà. Oh Gott, der hat überhaupt gar keinen Durchsatz. Die Schüssel war eben noch sauber. Das, was man da unten jetzt drin sieht, sollte dann nicht aus der Spritleitung rauskommen. Das heißt, es ist ganz gut, dass der Kollege rausfliegt. Ich sagte, man müsste ihn rausheben können. Ja, kann man. Wunderbar. Oh, alles gut. Hier mal der Vergleich alt-neu. Dass der alte, beziehungsweise der wirklich alte, da das Ding wirklich aus den 50er, 60ern ist. Und das ist der, der eigentlich reingehört, der hier nämlich aus Pressblech ist und hier nicht wie dieser extra eine Sicke hat. Net to know an dieser Stelle mal wieder. Den neuen Tank haben wir ja schon bereit liegen. Es ist jetzt aber noch das klitzekleine Problem, dass die ganze Suppe natürlich auch im Vergaser gelandet ist. Und ich würde jetzt sagen, damit wir eine vernünftige Probefahrt machen können, reinigen wir den Vergaser noch einmal durch, gucken mal nach dem Luftfilter, dann sind wir auf der sicheren Seite. Die Schrauben des Luftfilters sind übrigens da unten. Im Originalen kann man die Züge am Vergaser übrigens sehr leicht aushängen, weil hier oben ist nur ein Lötnippel drauf, den kann man, indem man den Hebel ein bisschen runterzieht und den Zug rauszieht, kann man den hier direkt aushaken und der lässt sich tatsächlich unten durch diese Verstelleinheit da durchziehen. Den Gasseilzug können wir nicht ganz so leicht aushängen. Der ist mal mit einem neuen Ende hier versehen worden und das ist aufgelötet. Und deshalb kriegen wir das jetzt nicht mehr durch den Anschlag dort durch. Und sind somit gezwungen, den oberen Teil vom Vergaser am Seilzug zu lassen. Das ist aber nicht weiter tragisch. Wir können nämlich einfach hier oben diese beiden Schrauben lösen und können dann das ganze Oberteil in der Ape lassen. So. Es ist zwar nicht die feine englische Art, aber es reicht für den Moment. Ah, der Benzinschlauch, der muss natürlich auch noch ab. So. Das ist er. Jetzt habe ich mir das Ganze hier mal ein bisschen hingelegt, dass wir uns das in Ruhe betrachten können. Von außen habe ich den Vergaser schon gereinigt. Und jetzt schauen wir uns das Viech mal von innen an. Das hier unten ist die Schraube bzw. die Hauptdüse von der Schwimmerkammer. Da! Das ist aber fester. Diese Schraube hier unten ist gleichzeitig der Düsenstock. Wenn man sie herausdreht, löst man nicht nur die Schwimmerkammer, sondern an ihrem Ende ist auch eingesetzt die Hauptdüse. Wenn die raus ist, könnt ihr die Schwimmerkammer entfernen. Und was euch da anschaut, ist auch schon die Hauptmimik des Vergasers. Hier ist der Schwimmer, der auf dem Benzin aufschwimmt und dann hier am anderen Ende hinten aufgehängt ist. Und darunter ist auch das Nadelventil, was hier die Spritzzufuhr, die von hier oben nach da unten kommt, schließt oder öffnet, wenn was benötigt wird. Jetzt können wir bei der Gelegenheit, wenn wir hier schon unten so schön sind, hier gleich die Choke-Düse rausschrauben. Um den Schwimmer zu entfernen, gibt es hier so einen kleinen Pin, der hier in dem Vergasergehäuse aufgehängt ist. Mit einem kleinen Schraubenzieher kann man den normalerweise eigentlich ganz leicht durchdrücken. Anschließend kann man den Schwimmer samt Schwimmernadel einfach rausheben. Und das war sie. Das ist die Schwimmernadel. Als nächstes kommt die Nebendüse raus. Die sitzt hier seitlich. Die Leerlaufgemischschraube. Die Choke-Mimik. Das ist der Choke-Schieber da unten. Und nun müssen wir nur noch das Sieb entfernen, was den groben Schmutz aus dem Sprit filtern soll. Das ist das rohe Vergasergehäuse jetzt. Das kann man jetzt entweder ins Ultraschallbad packen oder, wie ich es jetzt tun werde, einmal mit Bremsenreiniger gründlich durchwaschen und alle Kanäle durchpusten mit Druckluft. Anschließend ist es wichtig, dass man sowohl die Schwimmerkammer als auch vor allem die Hauptdüse einmal vernünftig durchreinigt.
Und so sehen die Teile jetzt fertig gereinigt aus. Nun können wir mit dem Zusammenbau beginnen. So, nun können wir unseren frisch renovierten Vergaser an unseren Luftfilter dran schrauben. Dazu braucht es eine Dichtung. So. Hier ist ein Platz und er gehört diesem Vergaser. Komm, ja, wunderbar. Zeit für einen neuen Tank. Fest. Was man hier sieht, ist eine Uraltkonstruktion von Piaggio. Das ist ein 6-Volt-Motor, der so noch bis in die 80er Jahre eingesetzt wurde. Das kann man erkennen. Hier an dieser Seite des Motors ist keine Lichtmaschine und wir haben diese schöne alte Bakelit-Zündspule. Und das bedeutet auch, dass hier unterm Polrad eine schöne alte Spulenzündung ist. Ein ganz einfacher Unterschied, wie man noch die 6 Volt von der 12 Volt Variante unterscheiden kann. Hier sehen wir die 7-Abdeckung, wo die Verdrahtung drunter ist. Bei der 12 Volt Variante ist da häufig ein Bosch-Regler zu finden an derselben Stelle. Und das hier ist die originale 6-Volt-Batterie. Das hat schon was richtig Cooles, weil diese Dinger sind tatsächlich extrem selten, so noch an der Ape zu finden. Und es ist jetzt allerdings die Frage, ob die überhaupt noch Saft hat. Meine Vermutung ist eher nicht. Gucken wir mal hier, was sich hier unterfindet. Ja gut. Die Ska. Ich würde sagen, die ist halt schon cool. Aber ich sag mal, Saft wird da wohl nicht mehr rauskommen. Normalerweise sollte diese Batterie etwas über 6 Volt haben. Wir haben mal unser Ampermeter auf Volt gleich Strom gestellt und messen jetzt mal, was diese Batterie tatsächlich hat. Ja, wir wären dann so bei 0,05 Volt. Hm? Da brauchen wir wohl was Neues, du. Es könnte daran liegen, dass hier ein Produktionsstempel steht, auf dem die Jahre 80 bis 85 angegeben werden. Das heißt, diese Batterie ist mindestens 35 Jahre alt. Das könnte bedeuten, dass sie nicht mehr ganz in Ordnung ist. Kommen wir nun zu unserem Problem. Diese Batterie ist offensichtlich Schrott. Aber es gibt eine neue. Das ist diese hier. Allerdings fällt sofort auf, der Unterschied ist, die ist halt ein bisschen kleiner. Von der Höhe aber passend. Aber es gibt nur eine Möglichkeit. In dieser Batterie sind normalerweise diese Einsätze hier drin. Wenn man die rausnimmt, erhält man das hier. Das ist eine ältere Batterie, die ich schon mal genommen habe und mal entleert habe. Jetzt müssen wir nur noch diese Zwischenräume hier raustrennen und dann sollten wir unsere neue Batterie in das Gehäuse der alten reinstellen können und damit die perfekte, unkenntliche neue Batterie bekommen. Oh, das geht ja fast schon so. Hey. Und damit das Ganze jetzt nicht so da drin rumklackert, tun wir das Einkleben tun mit dem Besten, was die Baumarktabteilung in Sachen Schmiere zu bieten hat. So sieht jetzt die Batterie aus. Wir haben das Ganze integriert und ich habe sogar zufälligerweise die richtige Polung erwischt. Und jetzt können wir diese brandneue Batterie in altem Gewand installieren. Ha, passt!
Damit wir auch nach hinten raus was sehen können, sollten wir ein paar Spiegel montieren. Da habe ich diese hier besorgt. Von Pfarr. Oho. Schick. Sehr schöne Spiegel. Im nächsten Schritt müssen wir uns jetzt mal um die Elektrik kümmern. Bei 6 Volt Elektrik ist es sehr wichtig, dass alle Verbindungen von Kabeln und auch Verbindungen von den Minuspolen zur Masse des Fahrzeugs sauber sind. Sonst funktioniert das nämlich mit den Glühbirnen nicht. Ich bin total geistig verwirrt heute. Sonst auf jeden Fall funktioniert das nicht leuchten tun. Ihr wisst, was ich meine. So, das heißt, wir müssen erstmal diese Rücklichtgehäuse hier entfernen. Drüben geht das, aber hier wehrt sich eine Schraube, aber nicht mehr lange. Wir versuchen jetzt mal, das neue Gerät zu starten. Wir sind gespannt auf Explosion. Ist Gang raus, nicht, dass du gleich gehst. Die rühren aber jetzt schon ein bisschen, die letzten 2-3 Male. Ja. Brauchst du nicht in die Rucki-Rucki gehen, du. Ah. Ah. Also, da sind wir bei meiner Einkauf. Uns ist eben aufgefallen, dass die Frontlampe beim Gasgeben heller und dunkler wird, beziehungsweise nicht nur heller und dunkler, sondern auch zwischendurch flackert. Das liegt einmal an der schwankenden Spannung des Motors. Wenn man natürlich mehr Gas gibt, wird auch die Lampe vorne heller. Aber es ist hier auch ein Masseproblem. Und zwar hier hinten. Zwischendurch, da sieht man es, habe ich die Schraube schon gelöst, gibt es eine Masseverbindung von der Karosserie zum Motor. Das ist diese Strippe hier. Die habe ich jetzt mal gelöst. Jetzt können wir die hier rausnehmen. Und die werden wir jetzt mal erneuern. Da ist es. Und da sehen wir wahrscheinlich den Grund, warum diese Ape keine richtige Masseverbindung haben kann. Eine neue Masseleitung haben wir schon. Die kann man so fertig kaufen. Aber wir müssen jetzt noch diesen Schraubbahn... das schraubbare Ende von der alten Masseleitung ablöten und an die neue Leitung dranlöten. Das muss ich da jetzt nur noch da unten in die Ecke da reinfummeln. Platzieren. Das Tolle an dieser Differentialaufnahme, dass es daran geschraubt ist, dass man da überhaupt nicht rankommt. Jo, jetzt kommen die Gläser wieder dran, ne? Wir hoffen, dass mit unserem Masseproblem das Ganze gelöst ist. Wir wissen es noch nicht so genau, aber frei nach dem Motto, lieber erstmal alles zusammenbauen und hinterher feststellen, dass es ein ganz anderer Fehler war, als jetzt vorher testen, bevor man die Gläser dran gebaut hat. Aber so ist gut, fertig, aus. Und jetzt ist es, glaube ich, mal Zeit für eine Probefahrt. Das Gerät fährt überraschend gut und bremsen tut sogar auch. Die erste Proberunde mit unserem Gefährt ist schon mal gedreht und es hat sich wunderbar geschlagen. Jetzt müssen wir allerdings, bis wir zum TÜV können, noch die ein oder andere Kleinigkeit machen, zum Beispiel Warnblinker einbauen, Tacho einbauen und die Frontscheibe uns noch drum kümmern. Aber das machen wir dann in einer weiteren Episode. Es wird nämlich noch einige Folgen zu unserem kleinen Linus hier geben. Freut euch da in der Zukunft drauf. Es werden auch bald wieder mehr Videos kommen. Also der Abstand vom letzten Video war jetzt, glaube ich, 3 Monate mittlerweile. Das wird sich hoffentlich in der Zukunft etwas verkürzen.
Bis dahin könnt ihr die Wartezeit trotzdem ausnutzen und mir ein kleines Däumchen, im besten Fall nach oben geben, diesen Kanal abonnieren, das letzte Video schauen oder uns mal auf der Facebook-Seite die Apeschrauber besuchen und auch da gerne Like, Kommentar oder was auch immer da hinterlassen. Ne? In diesem Fall sage ich mal bis bald, ne? Tschüss, jetzt aus.